So, Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Leagur of Legends Season 8. Und wir schauen mal, was wir diesmal so bekommen. Ich eigentlich die Auflösung noch höher drin? Ich glaube nicht. Schade. Wäre praktisch. Bin halt schon wieder Zweiter. Sind wir jetzt Team Blau oder Rot? Wir sind Rot, okay. Das heißt, die haben einen Pick vor mir. Feinde. Oh, bitte nicht wirklich ein Udyr. Kein Udyr und eine Katar. Die sind so abhängig davon, was die Feinde picken. Ich meine, es sind beides keine schlechten Charaktere. Vor allem Katar liebe ich. Aber sie sind beide so hardcore abhängig davon, was jetzt gleich die Feinde picken werden. Weil sie beide sehr CC-anfällig sind. Die ein Team haben mit sehr viel CC. Kommt sowohl Udyr nicht ran, als auch Katar bringt nur halb so viel, weil sie ihre Ulti nicht vernünftig zünden kann. Ja, das letzte Spiel, wer es gesehen hat, naja. Man merkt halt wieder, typisch Ranked. Ich hätte gern wirklich solche Ranked-Spiele, die im Endeffekt so ablaufen wie jetzt bei der LPL oder sowas. Wenn so ein Fehler auftritt, dass jemand einen Disconnect hat oder so, wird pausiert. Also dann am besten wirklich zu sagen, okay. Ich bestimme, was die Flut Was bringen hatte ich denn wird. jetzt hier? Kleptomanie. Und wenn dann wirklich so ein Disconnect ist von jemandem, es wird pausiert. Es wird einfach mal, sagen wir mal, 5 Minuten pausiert, wenn jemand einen Disconnect hat. Und dann kann entweder das Team, wo der Disconnect stattgefunden hat, für eine Niederlage abstimmen, oder man wartet halt diese 5 Minuten ab, bis der wieder drin ist. Das könnte man natürlich total missbrauchen, wenn ich zum Beispiel sehe, oh verdammt, wir verlieren, dann ficken wir die jetzt noch mal richtig oder so und ich disconnecte jetzt einfach mal, damit die 5 Minuten einfach warten können, bevor es weitergeht. Darum soll das Gegnerteam theoretisch auch abstimmen dürfen. Okay, komm, wir surrendern, wir haben keinen Bock auf diese 5 Minuten jetzt noch so warten. Aber das ist einfach. Weißt du, diese 5 Minuten hätten ja gereicht, damit dieses Match zumindest von Anfang an vollständig da gewesen wäre. Und wenn er in diese 5 Minuten nicht wiederkommt, gilt das für das Gegnerteam, also für das Team, wo der lieber nicht, also der Leader nicht drin ist als Win. Und für das andere Team wird zwar als Niederlage gekennzeichnet, aber gibt keinen LP-Verlust. Ich finde, genau so müsste das ablaufen. Und das wird eine sehr miese Bottom. Es wird allgemein ein sehr mieses Match. Also das wird richtig mies. Schlechtes Team. Ich habe absolut keine richtige Frontline. Ich hoffe zumindest, der Udyr geht wirklich tanky. Ich wusste ja nicht, dass der Jungler auch noch sowas wie ein Yi pickt, ey. Oh Gott, ey. Wir haben zumindest Shyvana, Shyvana, Leona und Vladimir initiaten. Also zum gut initiaten, sag ich mal. Live Game. Das Gold 1 und Gold 2 hab ich in meinem Team. Die haben Gold 3 und Gold 4 im Team. Das war der Yasuo Gold 4 und der Varus Gold 3. Bei mir der Yi Gold 1 und die Katar Gold 2. Dann haben die drei Platin-Spieler und zwar Vladimir, Varus und Leona, also aus der letzten Season. Und ein Goldspieler und zwar die Shyvana, der. Yasuo wird hier nicht aufgelistet. Wir haben vier Platin-Spieler und einen Goldspieler und zwar ist Katarina die Goldspielerin. Wenn ich das hier richtig verstehe, hat sie diesen Champion? Warum steht das bei mir nicht? Ich hab. Muss ich hier mal aktualisiere Daten? Oh, Live Game. Er steht bei mir auch Level 42, okay, vergesst das. Jetzt steht's auch da.
Ich habe meine Daten einfach nur noch nie aktualisiert. Was ich jetzt gerade als hartes Problem ansehe, aber gut, ich bin noch schlechter theoretisch. Die Katharina hat 7 Spiele mit Kata gemacht, 43% davon gewonnen. So 3. 4 verloren. Aber gut, das ist jetzt mein drittes Spiel mit Nami und ich habe bis jetzt noch keins davon gewonnen. Also ich habe noch kein Nami-Spiel gewonnen. Fängt gut an. Das war die Kata, Fresh Meat. Fängt wieder gut an. Genau, und jetzt Pause, 5 Minuten lang. Hoffen, dass sie wieder reinkommen, falls nicht. Ne, direkte Auflösung des Spiels. So müsste das sein. Und ich meine, es gibt eine Pause, die in den Worlds haben doch auch Pause gemacht. Also das Spiel hat ja theoretisch sogar eine Pause-Funktion. In den Worlds gab es ja auch technische Schwierigkeiten. Ich meine, die kommen halt mal vor. Sowohl ich als Endnutzer als auch White kann nicht 24/7 die volle Leistung zur Verfügung stellen. Es kommt schlichtweg mal zu technischen Fehlern. Es ist halt alles Verschleißtechnik. Irgendwo fällt irgendwann mal was aus und da muss geguckt werden. Aber es darf doch nicht so hart dann das Feeling von Ranked runterziehen, finde ich. Die spielen alle immer mit Leichtfüßigkeit. Okay, ich verstehe auch warum. Müsste ich auch mal reintun. Ich habe bei mir das andere drin, dass ich, wenn ich 3 Treffer in Folge mache, dies und das passiert. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig was. Den ordinären Weg. Ah, guck mal, er spielt. Also ich gehe mal davon aus, er spielt mit Overheal. Ich hoffe, er spielt mit Overheal, oder? Momentan sehe ich es zumindest nicht. Also der Varus spielt auf jeden Fall mit Overheal. Aber warum spielt denn der Drave nicht mit Overheal, obwohl er dieses Kack-Item dabei hat? Was heißt Kack-Item? Es ist ja gut, vor allem für mich. Die haben Level 2, wir müssen zurück. Aber ich verstehe dann halt nicht, warum nicht Overheal ist. Also nicht Overheal gespielt wird. First Blood auf Top, wer hätte das gedacht? Gut, ich wusste nicht, dass das Top First Blood abgibt, aber ich dachte mir schon, dass sie, dass er verlieren wird. Also den Glücksschrumpf. Ich habe jetzt schon mehr Bubbles getroffen als die andere Nami in ihrem Early. Ja, GG, das war die Mitte. Da bist du mal ein bisschen gevögelt. Oh, mein Benefi oder wie die Dinger hier auch immer heißen. Piss dich einfach. Wow, Glückwunsch. Du hast die Q-Taste gefunden. Wenn man bedenkt, dass ich momentan der Einzige bin, der hier unten pokt, ist das noch in Ordnung, was vom Schaden hier umgeteilt wird, also getauscht wird. Auch sehr interessant, dass Leona mich in diesem Moment nicht anspringt. Kleines Arschloch, Alter. Wir beide getroffen. Und mich geheilt, sehr schön. Das ist blöd. Naja, schluck ich halt mal einmal eine Heiltränke, ne? Dann schnappen wir uns die Leona. Der Varus hat leider zu gut reagiert.
In Klammern zu gut. Ich hab zu schlecht reagiert. Aber so ist zumindest 2-2. Wer hat den Kill bekommen? Mein Draven, das ist sehr schön. Da hat er gut Gold bekommen. Einfach erstmal Stacks sammeln. Ich habe immer noch Exhaust, also theoretisch könnten wir noch fighten. Vorsicht! So, easy. Schade. Ich hätte flashen können und die Wehe. Ich wusste aber nicht. Hätte es gereicht? Ah, ich glaube ganz knapp nicht. So, also ich zum meinen Teil möchte jetzt schon mal wieder back. Wir haben hier unten gut aufgeräumt. Vor allem Draven sollte gut Gold haben. Naja, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, knapp 100 oder 200 Gold Bonus gemacht hat durch die Dings halt, ne? Bei der Passive, genau. So heißt das Ding. Nochmal, dann halt. So, back off lane. So. 3-5, wir sind jetzt mittlerweile gut in Führung. Was heißt gut in Führung? Wir sind zumindest in Führung. Sagen wir auch so, hätte ich nicht gedacht, dass die Top wirklich noch was reißt in dieser Hinsicht, sag ich mal. Das hätte ich echt nicht gedacht. So, ich baue es erstmal so auf, scheiß drauf. Oh, ärgerlich. Dead Flash! Ja, Draven, reagier doch bitte! Geht doch! Ich rede nicht in das... What the fuck? Spiel! Also eine Assist hättest du mir echt noch gönnen können. Das spielt nix. Und tschüss. Schon ärgerlich, dass die Ulti vom Yasuo erst Schaden macht, wenn er jemanden auf den Boden haut anscheinend. Weil der Turm hat vorher den Fokus nicht gewechselt.
Ja, habt Respekt vor mir. Bin ein Fisch im Busch. Ein Wolkendrache. Wow. I'm so happy now. Autsch. Autsch. Glückwunsch. Du verschwendest dein Mana. Ah, okay, du hast eine blaue. Vergiss das mit dem Verschwenden von Mana an mir. Geh bitte mal ein bisschen von den Turm weg. Haben wir so ein kleines Vögelchen für dich. Oh, es gibt natürlich mal einen Turm zerstört. Das ist blöd. Na, willst du den Dings? Willst du den Dings, hä? Willst du ihn? Komm, du willst ihn. Oh, fuck. Jo. Zwei Ultis auf mich. Zwei verkackte Ultis, da konnte ich nichts mehr gegen machen. Und das war's dann auch mit dem Bot Tower. Aber man muss sich ja lieber haten, anstatt wirklich zu spielen. Ja, so wird mich sowieso wahrscheinlich noch ficken und den Welven auf Dauer. Aber bis jetzt ist der Draven noch gut dabei. Hat mehr Farm, hat mehr Kills. Auch wenn es eigentlich mal unbedingt wichtig wäre, wahrscheinlich den Typen zu killen. Den Varus. Aber die Feiglinge kuscheln ja nur Türme, solange bis die Hilfe bekommen. Einmal haben wir direkt mit dem Turm ausgeglichen, das ist in Ordnung. Okay. Da kam Katarat in einem guten Moment mehr oder weniger an und konnte gut Kills abstauben. Ja, was heißt abstauben? Kills machen. Ja. So.
So, ich bin leider noch Level 8. Als nächstes wird auf jeden Fall der hier folgen. Wie sieht es jetzt mit den Türmen aus? Ist jetzt gerade unentschieden. Goldmäßig könnte es sein, dass die leicht im Vorteil sind. Ja, die sind wahrscheinlich auch. Oh, ups. Entschuldigung, nicht gesehen. Ja, ich bin da, aber ich kann ja nicht so viel machen. Okay, und jetzt? Schicke ich mal die Geister los, mal gucken, wo sie sind. Einer ist genau vor uns. Und die anderen sind gerade auf der Top und porten dich back. Der Wave Clay ist auch einfach viel zu stark. Oh. Den haben sie. Aber schön, dass ihr mich pinkt. Er hat nicht mal Schaden gemacht. Stirb, Arschloch. Holt die Ritter? Würde sich das Team jetzt ein bisschen zusammenreißen, bitte? Hier wäre theoretisch ein Win drin. Ja genau, Void DDoSed you. Du solltest mal die DDoSed werden, damit du weißt, was das überhaupt ist. Schirmt halt voll gegen an. Autsch. Ich habe keine Ulti. Da kommt das Schwuchtelgetier.
Renn, Udyr. Zum Glück dreht er um zu gwieden. Das war der Top Tower leider. Der Mensch wäre so viel drin, Alter, wenn die nicht hart wollen. Hast du die blaue? Ja, jetzt würde ich aber da weg. Sonst hast du die blaue nicht mehr lange. The fuck, wir sollen in die Richtung. So sicher wie die Gezeiten. Raven, ich gehe mal davon aus, du kriegst gleich Besuch. Okay, er rennt einfach in die Base von den Falten rein. Da brauche ich also gar nicht mehr versuchen, zu Hilfe zu kommen. Was auch immer du mich pinkst. Ich bin gerade der Einzige, der verteidigt. Okay, steh halt außerhalb nach deiner Ulti. What the fuck? Er ultet mich hier und steht hier. Natürlich. Natürlich steht er außerhalb der Base, wenn er mich ultet. Nur deshalb lasse ich mich doch ulten, damit er innerhalb der Base steht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wow. Da lässt du dich ulten, damit er die Tower-Akku kriegt oder so danach, damit du den schön stunnen kannst. Was passiert? Er steht schlichtweg außerhalb. Ja, gut Job, dass keiner zum Drachen geeilt ist. Hätten wir ihn noch bekommen. Das kann man ja auch nicht so einfach machen, du. Verbündeter wurde getötet, ja. Natürlich bleibt er stehen und macht diese Scheiße. Mitte wird wieder gepusht, keiner in der Mitte. What the fuck? Er würde ja schon gern wissen, warum die die Auto-Attack von ihm gerade keinen Schaden gemacht hat. Das würde mich ja jetzt schon brennend interessieren. Wie gesagt, wir haben halt leider keine richtige Frontline, ne? Ich kann nichts machen, Leute. Ich bin nearly O. Und das war der Inhibitor. Jetzt können sie wieder weggehen. Braucht doch keiner hinterher zu rennen. Das wäre jetzt einfach blöd. Ich tue trotzdem. Bin
nicht in die Ulti. Warte, keine Ahnung, wo sie hin ist. Sehr schön. Und sehr schön. Okay. Das war's mit meinem Ich will hier weg. Oh, das ist so dämlich, ey. Wie heißt dieses Kackding, was Crit-Schaden reduziert? Du, oder? Ja. Jetzt haben wir keinen Baron mehr, ne? Sehr schön. GG. Ja, Team. Weißt du, ihr kriegt das lieber hin, die zu killen da unten. GG. Die kriegen es nicht mal hin, weißt du? Ich stehe da oben alleine gegen zwei, die man hätte easy killen können, die beide schon so gut wie tot sind, und die kriegen es nicht mal hin, die Bottom zu halten. Ja. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Und was, wir können ja nochmal... Was ist irgendjemand interessiert hier, diese... Alter, je 11.000, selbst ich bin bei 8.000. What the fuck? Und du machst absoluten Schaden. Der Yi hat 14.000 absoluten Schaden gemacht. Kann man das gegen... Da... 1000 noch was. Absoluten Schaden gegen Champions. Alter. Macht absoluten Schaden und hat halt weniger. Fast. Was heißt fast? Es sind immer noch 3000 Schaden, aber trotzdem, es ist einfach wenig. Dafür, dass er absoluten Schaden machen kann. Naja, ich danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.